Hallo und herzlich willkommen zu den Shutter News. Alles, was in der letzten Woche so rund um die Technik passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Legen wir los. Ich dachte mir, bei diesem schönen Wetter muss ich einfach mal rausgehen und endlich auch mal wieder meinen Sigma 14 bis 24 mm nutzen. Wofür habe ich das denn? Genau für so welche Vlogging-Situationen doch eigentlich perfekt. Egal, fangen wir direkt an. Panasonic hat ihre Lumix GH7 rausgebracht und einmal kurz schnell zusammengefasst, man kann sagen, perfekte Videokamera, da gibt es nichts mehr ran zu meckern. Das Einzige, was man dagegen sagen könnte, ist der Micro Four Thirds Sensor und das war es auch eigentlich jetzt darüber zu sagen. Ich möchte aber hier auch nochmal ein bisschen ins Detail gehen. An Bord haben wir 4K mit 120 FPS und jetzt auch zum ersten Mal bei Panasonic in einer MFT-Kamera einen guten Autofokus. Mit der GH7 kann man jetzt also Menschen, Tiere, was weiß ich, was, welche Fahrzeuge alle tracken und das klappt jetzt viel besser als vorher mit dem Kontrast-Autofokus. In so eine Filmkamera gehört aber natürlich auch die Möglichkeit, Open Gate aufzunehmen und das kann diese Kamera auch. Einmal in 4:3 Open Gate Aufnahmen zu machen, macht bestimmt auch sehr Spaß und auch für Anamorph-Objektive natürlich auch sehr gut. Übrigens auf Blende 2.8, wie viel Hintergrundunschärfe hat man, sieht man hier. Jetzt aber auch nochmal die kritische Seite dieser Kamera. Denn jetzt haben wir zwar 4K120 mit drin und sozusagen alle super Video-Features, aber das hatte halt auch die G9 oder halt auch die GH6 auch schon. Mit zu den größten Verbesserungen zu der GH6 gehört es nämlich eigentlich nur der verbesserte Autofokus und halt jetzt auch dieses 32-Bit Float. Und wenn man sich dann da so diesen Jahresfortschritt ansieht, hätte ich jetzt hier gesagt, komm, jetzt hat man hier schon sozusagen den Vorteil einer MFT-Kamera, dass man den eben einfacher auslesen kann. Er ist nicht so groß wie eine Vollformatkamera. Es wäre also auch vielleicht möglich gewesen, als erste Kamera 4K mit 240 FPS zu bieten. Das wäre doch mal was. Und ich weiß, das ist jetzt wirklich Kritik auf dem höchsten Niveau, was sonst was. Ich habe bisher noch nicht mal 4K mit 60 FPS ohne Crop und komme damit eigentlich auch sehr gut zurecht. Wenn ich dann mal Zeitlupe haben will, dann gehe ich halt auf Full HD. Womit ich auch noch nicht ganz zufrieden bin, aber ich komme halt damit aus. Also auch wenn mir das jetzt vollkommen ausreichen würde mit 4K120 FPS, man hätte halt hier, wie gesagt, halt schon irgendwie den ersten Schritt gehen können. Und diese Kamera soll jetzt 2200 Euro kosten. Ja, stimmt. Panasonic GH7, 2200 Euro. Für jetzt nur 100 Euro Aufpreis würde man jetzt dafür schon die Sony ZV-E1 bekommen. Eine Vollformatkamera mit 12 Megapixeln, die aber auch 4K mit 120 FPS hat. Hier muss man dazu sagen, sie hat nicht so welche High-End-Video-Features wie Open-Gate-Videoaufnahme. Und es wird auch gesagt, dass sie etwas anfälliger ist zu überhitzen, woran ich aber auch nicht glaube, wenn man da diese eine Einstellung einfach einstellt, dass die erst später überhitzen soll, dann überhitzt die auch nicht. Also dann hätte man da halt schon eine Vollformatkamera für und hätte halt dann auch noch die ganzen Vollformat-Vorteile, einen höheren Dynamikumfang hat und halt aber auch die Möglichkeit hat, auch schon viel einfacher Hintergrundunschärfe zu bekommen. Wir können das Ganze ja mal durchgehen. Ich habe momentan einen Sony 50mm mit der Blendenöffnung 1.8. Das fand ich super, 1.8 hat mir hier vollkommen ausgereicht und das 1.4er war mir einfach zu teuer. Um diese Hintergrundunschärfe jetzt zu erreichen, geht sogar gar nicht, das kann man gar nicht erreichen. Man bräuchte das Panasonic Objektiv, ein 25mm Objektiv mit der Blendenöffnung 0. irgendetwas. Das ist halt auch wieder etwas ganz anderes. Und diese Objektive mit 0. irgendetwas Blende haben dann halt auch wieder keinen Autofokus, was halt dann auch wieder nicht so schön ist. Wenn man sich jetzt also da hingegen ein ganz normales 25mm Objektiv mit 1.4, 1.8 kauft, dann wird man da halt ganz eindeutig sehen, dass man da weniger Hintergrundunschärfe hat. Und wenn man jetzt nochmal diese zwei Kameras vergleicht, ZV-E1 versus GH7, da wird man mit der ZV-E1 ein 1000-mal besseres Lowlight-Verhältnis haben, was einfach, wo du mit ISO 1264, ach was weiß ich, mit unendlichen ISOs filmen kannst und das sieht immer noch fantastisch aus. Selbst mit meiner A7 IV bin ich ja zufrieden. Mit einer 12-Megapixel-Kamera wird das nochmal besser sein. Aber was rede ich hier? Das wisst ihr bestimmt schon selber. So, erstmal Lokationsänderung. Da hinten war eine Sackgasse, da konnte ich nicht weiter. Egal.
Versuchen wir daraus jetzt aber erstmal ein Fazit zu schließen. Aus Erfahrung weiß ich, dass Micro Four Thirds noch lange nicht gestorben ist. Vor 3-4 Jahren habe ich mein Praktikum bei einem professionellen Filmemacher gemacht und der hat ganz viele GH5 genutzt. Micro Four Thirds Kamera, die 2-3 Generationen hinter der GH7 sind, und der war vollkommen zufrieden damit. Diese Kameras haben tolle Farben zum Color Graden und die sind extrem günstig. Die GH5 hat auch schon damals nur 1000 Euro gekostet und ist dann für eine Filmkamera, die auch damals schon einige Specs hatte, wirklich High-End. Er hatte aber auch nicht nur diese GH5, sondern halt aber auch nochmal eine andere Kamera mit einem größeren Sensor, was dann halt nun mal diese Arbeit gemacht hat. Genauer gesagt eine RED, aber das spielt jetzt keine Rolle. Für all die Aufnahmen, wo man keinen Hintergrund und Schärfe benötigt, ist so eine Micro Four Thirds Kamera wirklich ideal geeignet. Gut, diesen Vorteil hat es jetzt nicht, dass man da jetzt unheimlich in Größe einspart, denn diese MFT-Kameras von Panasonic sind einfach bulkig, aber sie sind halt nützlich, günstig und halt einfach nur gut. Ob 2200 Euro für eine Micro Four Thirds Kamera jetzt immer noch günstig ist, gerade dann, wenn es ja auch gute Alternativen gibt, aber ich glaube, sie findet ihren Platz auf dem Markt. Tamron hat diese Woche auch ein Objektiv rausgebracht. Es ist die Rede von dem 50 bis 300 mm mit der Blendenöffnung 5.0 bis 6.3. Die genauen Daten blende ich euch jetzt hier ein, falls ich mich hier noch vertue. Dieses Objektiv ist auch wieder optisch eigentlich fast perfekt, schärfetechnisch und alles weitere ist da super und auch halt nun mal für so eine Brennweite relativ leicht, was halt aber auch der Blende geschuldet ist. Ich würde mir dieses Objektiv nicht kaufen, denn ich mag einfach diesen Blendenbereich nicht. Die 6.3 bei 300 mm schon, finde ich für mich zu wenig. Aber auch hier muss man wieder dazu sagen, es werden auf jeden Fall Käufer dazu gefunden werden. Denn dadurch, dass es halt jetzt nun mal diese etwas schlechtere Blendenöffnung hat, ist es halt auch um ein Vielfaches leichter als die Konkurrenz. Es gibt das Sigma 100 bis 400 mm, die ganzen 70 bis 200 mm mit Blendenöffnung 2.8, als auch mit Blende 4. Oder dann halt auch nochmal die ganzen noch teligeren Brennweiten, wie zum Beispiel das Sigma 150 bis 600. Wenn jetzt diese Brennweite genau etwas für euch ist, wie zum Beispiel ihr wollt damit jetzt Landschaftsaufnahmen machen, das ist damit hundertprozentig bestimmt wirklich perfekt dafür geeignet, dann braucht ihr auch nicht diese offene Blende, denn ihr wollt ja sowieso alles in der Landschaft halt scharf abgebildet haben. Und ihr könnt das Objektiv halt auch einfach mitnehmen, da es nicht so richtig schwer ist und es passt halt auch noch in den Fotorucksack. Das ist so der Vorteil bei diesem Objektiv. Perfekt für Landschaftsfotografie. Aber halt wiederum nur dafür geeignet, denn für Porträts fehlt halt nur mal diese schöne Offenblende für das Bokeh. Und halt um richtig Wildlife-Fotografie zu machen, ist es halt dann auch wieder zu wenig Brennweite. Wer also genau das haben möchte, kauft es euch. Das ist super. So, das war's jetzt mit dem technischen Quatsch. Jetzt noch etwas aus dem Privaten. Ich war am Freitagabend auf dem Abschlussball in der 9. Klasse und habe dort fotografiert. Einfach hingegangen, ohne irgendwelche Anforderungen an dieses Ball. Wollte dann die Bilder hinterher zur Verfügung stellen. Und am Ende ist es sogar besser gelaufen, als ich mir erhofft habe. Ich habe Schokolade bekommen und ich konnte ein wirklich sehr nettes Gespräch mit dem richtigen Fotografen führen, der da auch natürlich auch Fotos gemacht hat. Meine Fotos werden jetzt auch an dem gleichen Ort erscheinen, wo auch die Fotografenbilder erscheinen. Und da freue ich mich jetzt wirklich enorm drüber. So, das war's jetzt einmal mit den Shutter News. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.